Ja, vielen Dank, dass ihr mich gewählt habt, aber es wurde gar nicht gewählt. Positionskerkerfuchs, was ist das noch mein Posten? Doch nicht. Auch da keine Wahl nötig. Mal sehen, das war's. Jo, perfekt, das war's. Unsere politischen Ambitionen erfüllen sich nach und nach. Produktion unterbrochen. Waffenschmiede. Bedrohung. Amt erhalten. Produktion unterbrochen. Oh, da habe ich jetzt keine. Gut, dann schauen wir als erstes in die Waffenschmiede. Ihr braucht bestimmt Eisen. Ja. Eisen, Kunsttischlerei, Gewandweberei, Schmiede. Waffenschmiede. Waffenschmiede, Handkarren, Eisen hinbringen. Perfekt. So, und du bringst bitte direkt Leder und Gutshof, genau. Leder zur Schmiede, dann Der hätten wir das Karren auch rollt. erledigt. Wir haben zu viele Kühe. Wir müssen was gegen diese Kühe tun. Ach, da. So, wir werden jetzt mal Der Kirchenzehnt wurde geändert. 40 Kühe ungefähr verkaufen. Kommt eine noch so. Dann werden wir noch Wolle verkaufen. Und ich hoffe, dann reicht der Platz vielleicht erstmal ein Weilchen länger. Wobei ich. Nein, das Wo wird soll nicht ich passieren. hingehen? Das wird nicht reichen. So. Hier Sie bin muss sich, ich. glaube ich, noch bewerben. Ne? Jo, genau, So auf sei oberster es. Richter. Dann haben wir mal wieder die drei obersten Ämter. Das Jut. Dynastie. Oh, sie ist alt genug. Was ist sie denn? Ja, perfekt. So konnte man sie. Die Gelehrte, Umsatzsteuer wurde geändert. richtig. Das war ja die Sache, die sie. Ja. So ist das gut. Meine Überlegung betreffend der jungen Freifrau Amisa Smith ist jetzt: Schmeißen wir Amika Smith raus, nehmen sie dafür rein und packen dann irgendeinen Gelehrtenbetrieb noch hinein. Wir haben jetzt mit ihr die Landesherrin und theoretisch, ich weiß, es ist uns schon anders ergangen, theoretisch stimmt sie ja immer für uns. Ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall noch so lange aufnehmen und spielen, bis die nächste Wahl vonstatten gegangen ist. Ich mache jetzt dafür aber auch auf schnell, damit wir uns die drei oberen Posten holen können. Scheiße, ich würde natürlich gern mit ihr schon anwerben. Die ist ja jetzt dann auch nicht mehr 17, sondern dann 21. Und dann muss ja wieder die Werbung losgehen. Nee, darüber kann ich es nicht sehen. Das Spiel wird jetzt gerade gespeichert, sehr gut. So, jetzt ist die nämlich schon. Ah ne, nur 18. Die Umsatzsteuer wurde Aber am Ende des geändert. Jahres wird sie auf jeden Fall älter sein. Ach, wisst ihr was? No risk, no fun. Ja? Wie machen wir das? Wie kriegt man die nochmal da raus? Amika Smith ist da. Ausgruppe entfernen. Ja, mehr oder weniger. So, Und wie und nur sie wen in das? Gruppe Aufnahmen. Namen, genau. So. Was? Sie darf jetzt bauen. Was nehmen wir denn mal? Magiergilde, Kathedrale, Kirche, Heilerstube. Ist natürlich alles ein bisschen blöde, ne? Hospital. Wir können die schönen Sachen nicht kaufen, weil die alle schon zu hoch sind. Magiergilde ist halt auch zu hoch. Ja, dann bauen wir uns einfach eine kleine Tinktorerei erstmal. So, perfekt. Dann setzen wir uns die doch hier hin, direkt neben den anderen Betrieb von uns. So, und du bewirbst dich dann bitte auch direkt um einen Padua Posten. prima via est. Und dann wirst du einen Herrn umwerben. Es ist, glaube ich, jetzt tatsächlich unser jüngstes Mitglied der Dreier-Clique da. Fast. Also ich glaube, die sind alle anderen sind ungefähr erst mit 20 oder so eingestiegen.
Warte mal, hat sich das schon wieder verändert hier? Nö, ne? Wahlberechtigt Kerker, Vogt, Hugt und Gildenvorsteher und Landesherr. Oh, oh. Na gut. Variatio delectat. Bewirb dich erstmal und wir schauen dann weiter. Ja, das sieht noch gut aus. Hier wahrscheinlich schon wieder nicht. Da brauchen wir wieder Silber bald. Und damit das nicht passiert. Eine Dynastie trauert. Nein. Immer nur Arbeit. So, schon mal. Immer noch am Bewerben. Ach so, der eventuell Umworbene, also der zukünftig Umworbene, der ist natürlich auch noch am Schlafen. Na gut. Charakter schon mal. Und... Ach, das ist ja Quatsch, was wir hier machen. Schicken wir sie doch einfach zu unserer Schmiede. Soll sie von da einen Ring mitnehmen. Ach, verdammt, das wollte ich doch gar nicht. So, da haben wir ordentlich was produziert. Das heißt... Eine Dynastie trauert. Da. Hoffentlich werde ich das wird jetzt mal verkauft. Da ist noch ein Ring da. Warte, ich lasse den auch noch da. Nur für den Fall. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Ach so. Meine Füße tun weh. So, Dynastie trauert, neues Gebäude errichtet, auch das ist gut. Produktion und Lagercharakter. Ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. Eine Dynastie trauert. Die Herrengelehrte. So. Soll ich helfen? 4 Uhr mal schauen. Wichtige Einheit, da war's. Die besten Kandidatinnen. Variatio delectat. Och. Ich wollte doch was anderes machen. Ich wollte mir den erstmal anschauen. Der sieht nicht so hübsch aus. Aber die Blondie hier? Ach, ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal in die Tinkturerei und wir schauen mal, was wir da machen können. Erstmal noch Leute einstellen. Ach so, das ist natürlich super. Wir können Kräutertee herstellen. Dann machen wir das doch mal. Du stellst jetzt Kräutertee her. Und du stellst Lavendel her. Und dann wechseln wir gleich und haben dann Kräutertee, Lavendel und Afrika. Total der Burner hier. Einmal alles weg und dann gucken wir mal, Gebäude erweitern noch. Ach verdammt, warum klicke ich denn immer falsch hier? So. Jetzt haben wir zumindest Lagermenge. Etwas mehr, das sieht gut aus. Jo. Ja, sind jetzt die alten Kerlchens hier mal wach? Nein. Gut, bist du in deiner Tinkturerei? Dann kannst du nämlich auch mal arbeiten. Ja, so, du arbeitest sehr schön, finde ich super. Ja, das hätten wir jetzt erledigt. Madame arbeitet als jüngstes Mitglied unserer Dreiervereinigung. Mit 18? Tja. Wir müssen nur dann jetzt gleich umwerben, aber das machen wir nicht gleich, sondern wahrscheinlich eher in einer Woche. Also ich mache es in einer Woche und für euch ist es dann in 2-3 Tagen oder so. Wahrscheinlich eher 2. Na, egal. Ich verabschiede mich schon mal. Drücke auf Escape. Klicke auf Spiel speichern. Erstelle Spielstand 21 mittlerweile. Aber da dieser Dings, das ist mein privater, da habe ich auch schon sehr intensiv gespielt vor Ewigkeiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl, bis zur nächsten Aufnahme oder zu einem nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen, bis bald. Ciao, ciao.